Guten Tag bei diesem Einblick ins Labor. In der kleinen Reihe Experimente mit dem VNWA machen wir noch eine dritte Abteilung und dabei geht es um die Kompensation von Leitungsabschlüssen. Ich denke, das ist noch so eine Stufe dazu und dürfte es auch die Einführung in die Experimente, die man mit dem VNWA und mit Smith-Diagramm machen kann, abschließen. Weiterführende Links und Informationen findet man zuhauf im Internet, auf YouTube oder in der Literatur. Heute geht es um die Kompensation von Leitungsabschlüssen. Es gibt eine wunderbare Zusammenfassung aus einem Workshop von Jörn Bartels. Bei bartelsos.de kann man den herunterladen. Und der wurde auch diverse Male durchgeführt, 13. Juni 2019 letztmals, soviel ich weiß. Und hier wird gesagt, dass in der Hochfrequenztechnik natürlich Baugruppen, Widerstände etc. Immer als Leitungen verstanden werden. Das ist immer ein Netzwerk, das wird immer als Netzwerke bezeichnet. Im Beispiel, das ich hier Ihnen zeigen möchte, gehen wir ganz mit einfachen Mitteln, damit wir zeigen können, wie das Smith-Diagramm reagiert und wie man das aufbauen kann. Vielleicht noch mal den Hinweis, den ich schon vorhin den anderen zwei Videos gemacht habe, das Buch Einführung der und Praxisleitfaden von Joachim Müller ist wirklich sehr zu empfehlen. Dort gibt es unzählige Beispiele oder eben die spezifischen Bücher, die sich mit dem VNWA befassen, von Gerfried Palme, gibt es zwei Bände, Band 1 und Band 2, beides extrem zu empfehlen. Heute möchte ich Folgendes machen, ein ganz simples Beispiel einer Leitung oder Leistungsanpassung, ein LC-Serienschwingkreis. L natürlich kann ein beliebiges Element sein, natürlich auch eine Antenne. Dafür gibt es ja die schönen Antennentuner, aber auch Verstärker und andere Elemente. Ich habe zur Vereinfachung hier eine Induktivität von 470 Nano gewählt, mit einem Serienwiderstand von 33 Ohm, damit man auch auf dem Smith-Diagramm eben auch die Ortslinien gut sehen kann. Und das ist die erste Stufe hier, unkompensiert. Und dann machen wir eine Kompensation, indem wir in der Serie einen kleinen variablen Kondensator anhängen. Das ist ein ganz kleiner, 17 Picofarad, deshalb wird auch die Resonanzfrequenz relativ hoch sein. Das sind die zwei Dinge, die wir anschauen wollen. Dazu brauche ich natürlich wie immer meine Schokoladenpads. Die eignet sich wirklich hervorragend für solche Experimente. Und ich nutze dieses Mal die großen hier, diese Variante, die größeren hier, und mache eine Fünfergruppe mit diesen größeren und dann wieder der SMA-Connector hier. Hier die 33 Ohm, die ich hier einlöte, dann diese 470 Nano-Induktivität. In der ersten Phase mache ich eine Brücke hier zur Masse. Man könnte hier selbstverständlich jetzt noch variieren, indem man eine variable Induktivität nimmt, sei dies so ein Ding oder ein Toko oder wie die alle heißen. Es gibt verschiedene Varianten. Ich habe der Einfachheit halber mal eine feste Induktivität genommen und hier außen noch nicht montiert, ein ca. 15 Picofarad variabler Kondensator. Das ist ein kleines Ding. Und nicht gerade mit hoher Kapazität, aber das passt natürlich einfach auf die Schokoladenseite hier, diese Pads. Unkompensiert sieht das dann folgendermaßen aus mit dem VNA. Man sieht hier bei, ich habe hier mal 10 MHz genommen, bei 10 MHz ist man hier bei 500 Nano, 470 in Tat und Wahrheit, 33 stimmt ganz gut. Und wir sind hier jetzt eben nicht angepasst. Was wir möchten, ist diese Anpassung so zu legen mit dem Kondensator, dass wir dann auf diese
Linie kommen, so die 33 Ohm. Schön wäre es natürlich, normalerweise macht man das mit einem 50 Ohm Widerstand, weil unsere Systeme in der Regel 50 Ohm haben, aber ich habe das so gemacht, damit wir eigentlich der Sichtbarkeit wegen habe ich 33 Ohm gewählt. Das ist rein nur aus der Darstellungsgründen. Normalerweise macht man das mit einem 50 Ohm Widerstand. Wenn man keine 50 Ohm hat, ich habe zum Beispiel nur 51 Ohm SMD, dann nimmt man halt 200er und klebt oder lötet die zusammen. Das ist die Ausgangslage unkompensiert. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt diesen Widerstand hier, diesen Kondensator und hänge den an. Das ist also die kompensierte Stufe. Sieht dann wie folgt aus. Nehme den und löte den hier auf nach der Induktivität und hier auf Ground. So sieht die Kompensation aus. Und was sehen wir dann? Wir haben, indem wir hier an diesem Kondensator drehen, können wir nun diese 10 MHz, sie sind jetzt aber bei 110 MHz, weil der Picofarad so klein ist, können wir hier jetzt auf diese Linie, auf diese Anpassung herunterdrehen. Man sieht das hier sehr schön. Also ich habe dann noch eine Impedanz von 0,01, sollte 0 sein ganz genau, habe ich nicht ganz geschafft. Reagiert sehr, sehr, sehr rabiat bei dieser kleinen Kapazität. Das war es dann schon. Es gibt wieder mal eine kleine Anregung hoffentlich, dass man auch noch weitere Experimente machen kann, selbstverständlich mit größeren Kondensatoren oder eben ganz grob mit einem Antennentuner kann man das ganz genau auch so machen. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.